So, jetzt hat es gerade mal ein bisschen aufgeklärt. Beziehungsweise recht nett aufgeklärt. Aber das gefällt natürlich einigen Herrschaften wieder nicht. Und schon, also entweder liegt es daran, dass nachgebessert wird oder dass ständig gearbeitet wird und man das jetzt nur sehen kann. Wenn bewölkt ist, sehe ich ja nicht, was da oben los ist. Also das kann ich nicht beurteilen, ob die da immer fliegen. Oder kommen, um spezielle Löcher zu stopfen. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Hier fliegt jedenfalls einer, der ein deutlich größeres Abgasproblem hat als ein Volkswagen zum Beispiel. Über den ja nur im Moment J und die Welt spricht und die Nachrichten minutenlang sich damit beschäftigen, wer wann was davon gewusst hat. Ich würde mich mal lieber damit beschäftigen, wann unsere Bundesumweltministerin zum Beispiel davon gewusst hat und wie lange sie das noch leugnen will. Damit würde ich mich gerne mal beschäftigen. Der ist auch sehr tief. Der ist extrem tief. Der ist nicht eine normale Flughöhe. Dafür sieht der viel zu schnell aus. So groß würde ich den auch normal ja nicht kriegen auf 10.000 Meter. Ja, da macht das Atmen wieder Spaß. Der Kollege fängt auch schon an zu schnaufen, ja. Ah, ich bin ja da schon drüber weg. Aber das hatte ich vor 3-4 Jahren, als ich mir bewusst geworden bin, was hier passiert auch. Es ist schwer zu atmen. Na, das wird ja durch den Wind versetzt. Also, der eine ist ja jetzt schon ein paar Kilometer weitergezogen. Wenn er auf die gleiche Stelle rotzt, wird das ein gleichmäßiger Film, naja. Tja nun, also. Fachkräfte gehen davon aus, 200 Flugzeuge, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Rund um den Erdball sind nötig, um das alles schön einzunebeln. Und das ist schon eine relative Zahl, aber für den ganzen Globus betrachtet ist das schon, kommt bei dir nicht jeden Tag einer vorbei. Wie bitte? Was immer ein Szenario, wenn die heißt, wenn das Wetter immer kühler wird, kein Sonnenlicht und so weiter? Na, suizidale Tendenzen halt. Kein Sonnenlicht, keine Reproduktion. Nicht mehr Vögeln, kein Spaß mehr, Selbstmord. Und Drogenkonsum nicht vergessen. Vorher zum Aufheitern, um abzulenken. Aber auf jeden Fall nicht weiter fortpflanzen und nicht weiter irgendwie für die Zukunft planen. Das brauchen wir nicht. Unnötig. Da haben wir wieder mal einen, der furchtbar schön aussieht.